Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Und ich bin so stolz, euch dieses Projekt hier zu zeigen. Fertig. Ja, so fertig, wie man fertig sein kann im Junk Journal. Und mit Fussel. Es ist jetzt der zweite Flipthrough. Ich habe von der Bright Side das erste schon gedreht. Ich stelle gerade Katzenhaar fest, das darf natürlich noch gehen. Ich habe die Bright Side. Diese Seite hatte ich auch schon gezeigt. Ja, dieser Trümmer, nämlich zwei Bücher hat. My Bright Side und My Dark Side. Und heute ist die Dark Side dran. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das ist eine super Gelegenheit. Hier kommen öfter Flipthroughs, Tutorials, Craft With Me's. Ihr habt schon einige Craft With Me's gesehen, wo ich diese Bücher hier gemacht habe. Da habe ich euch Abschnitte davon gezeigt oder einfach ein bisschen was dazu erzählt, was ich ja, mir zu welchen Sachen auch immer dort gedacht habe und habe euch dann mitgenommen. Nun ist es endlich soweit, dass ich euch hier das zweite Flipthrough zeigen kann. Mein Mann hat gesagt, ich soll nicht immer Englisch reden. Das Durchblättervideo klingt irgendwie komisch. Nein, bei uns heißt das Flipthrough. Wir haben ja ein paar Begriffe, die einfach aus dem Englischen kommen und übersetzt ziemlich komisch klingen. Deswegen bleibe ich einfach dabei. So, das heißt, ihr habt heute meine Dark Side. Nein, nicht meine Dark Side, also das Buch von meiner Tochter, was auch immer sie daraus macht. So, dieser Samt. So schön er ist, er zieht echt Flusen an. Das heißt, ich werde hier nochmal mit, bevor ich es einpacke, noch einmal mit einer Fusselbürste dran lang gehen. Ja, ihr seht's, ich habe das Cover mit schwarzem Samt bezogen. So, voll schön und kuschelig. Buchecken sind dabei. Ich habe ein schönes Digitalpapier hier genommen und ein, ja, eine Mold mit Modelliermasse benutzt. Soll mal kurz den Bildausschnitt kontrollieren. Nicht, dass ich euch... Moment, Kamera. Und du sollst da filmen. Sitz. Bisschen festdrehen hier. Geht ja gar nicht. Ich will euch ja hier den vernünftigen Bildausschnitt zeigen und nicht irgendwas, was wandert. Ja, das Handy ist natürlich recht schwer, ne? Ist klar. So. Also ich habe hier Modelliermasse benutzt mit einer Mold. Die kommt in der Weiß raus. Und dann habe ich das Ganze ja, mit schwarzem Gesso angemalt und mit Gilding Wax bearbeitet. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich hier noch so kleine Glitzersteinchen mit reinsetze, aber das war mir irgendwie zu viel. Ich denke jetzt gerade auch wieder drüber nach, aber ja, diese kleinen Vertiefungen hier, da könnte man höchstens irgendwie so ein bisschen Glitzerkleber oder Stickles drauf machen oder sowas. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, ja, Stand jetzt bleibt es erstmal eine dunkle Krone mit. Ich habe hier Anthrazit, Silber und Bronze benutzt, um dieses Ding hier schön zu machen. So, jetzt rutsche ich ein bisschen rüber. Ich brauche hier eine Unterstützung, damit ich blättern kann. Das ist jetzt so ein bisschen wie ein Manga. Moment, ich muss mal kurz gucken, dass ich hier links aus dem Bild rausrutsche. Ne, das sieht ganz gut aus. Ne? So könnt ihr gut sehen. Und ihr seht auch meine ganzen Flecken hier. Also Flecken. Stempel ausprobiert. Es ist so ein bisschen wie ein Manga. Das liest man die Bright Side von vorne, die Dark Side von hinten. Oder man fängt einfach in der Mitte an und blättert dann. Das ist auch möglich. Wir gehen jetzt einfach mangamäßig von hinten nach vorne durch. Und falls ihr mein letztes Video nicht geschaut habt, also das Bright Side Flipthrough, da habe ich schon einiges erklärt. Ich werde es hier und da nochmal kurz erwähnen. Wenn ihr eine längere Erklärung wollt, dann guckt euch das Video nochmal an. Weil zum Beispiel diese Filmstreifen hier, die seht ihr jetzt noch leer. Die werden natürlich, wenn ich es verschenke, nicht leer sein. Ich habe Fotos schon fertig gemacht, die dann da reinkommen. Aber das sind Fotos von meiner Tochter und ihren Freundinnen. Die sehen euch mal so gar nichts an. Nein, ich möchte auch keinen hier im Netz verteilen, denn ich im Netz verteilt sein möchte. So, fangen wir mal an. Hier haben wir eine große Pocket mit ein bisschen Schreibpapier. Also ich habe hier Digitalpapier genommen und hinten ein bisschen gestencelt, dass man da einfach auch ja, vernünftig drauf schreiben kann. Gestencelt. Also die sind gestempelt, ganz viele andere habe ich gestencelt. So. Ja, ein bisschen kariertes Gerätestempel. Und das ist hier beweglich. Ne? Seht ihr ja mit einem Breadfast gemacht. Schon wieder dieser englische Begriff. Hm? So, und hier werden wir ziemlich viel von diesen schönen Digitalpapieren sehen. Und ja, im Endeffekt habe ich hier auch Stamperia Teile noch mit verbaut. Das ist hier so ein Victorian Ladies Papier, was ich benutzt habe. Ja, und jeweils auch
sag mal, von Stamperia Sachen, die sich irgendwie so angeboten haben, ne? Also die irgendwie zu dieser Darkseid passen. Und Darkseid heißt nicht, es geht hier um Vampire, Grusel, Blut, Splatter, hast du nicht gesehen? Und es ist ja einfach so, ihr kennt das bestimmt von euch auch, dass ihr nicht nur immer fröhlich und shiny und happy und was weiß ich seid, sondern dass ihr einfach auch mal eine nachdenkliche, dunkle Seite habt und auch manchmal irgendwie, ja, so nachdenkliche, düstere Gedanken. Und die dürfen auch sein, die gehören genauso dazu. Yin und Yang und überhaupt, und ihr kennt das Spiel. Dementsprechend ist das hier die dunkle und vielleicht nachdenkliche Seite. Das heißt nicht, dass es die schlecht ist oder gruselig oder irgendwas, sondern es ist einfach dunkel und nachdenklich. So, hier habe ich Tags gemacht und zwar eine ganze Reihe. Nur ist das ja so, dass wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie mal zu einem Geburtstag eingeladen ist oder was auch immer, was für ihre Freundin macht, dass sie dann einfach sich einen Tag pflücken kann und den auch ans Geschenk hängen kann. Ne? Wie sie lustig ist oder sich ein Mobili draus bastelt, ich weiß es nicht. So, und überall habe ich so kleine Sticker, kleine Teile. Das ist aus einem schönen Digitalpapier, auch aus so einem Victorian Set, genauso wie er. Und auch die Schirme hier. Das Papier ist mir irgendwie so ganz durch Zufall vor die Füße gefallen. Ich habe es gefeiert. Also genauso wie jetzt das und so. Ja, Sticker habe ich am Start. Ein bisschen Seidenpapier. Die fehlen. Hier habe ich meinen Tag reingebaut, aber von beiden Seiten. Das Ganze mit einem Eyelid und der ist beweglich. Hier versteckt sich eine Fledermaus. So, hier versteckt sich nicht so viel. Und Stempel habe ich am Start. Ja, hier oben ist mir die Seite so ein bisschen eingerissen und dachte ich so, das sieht an der Stelle ein bisschen blöd aus, weil es ist ja kein Grungy Journal, ne? Ihr habt ja schon festgestellt, das ist relativ straight und heile und gerade. Und dachte ich mir, ich mache hier oben so eine kleine Öse dran. Sieht auch ganz witzig aus. Ja, ist mir so eingefallen. You are the Queen. Genau, da habe ich nämlich ein Designpapier gefunden. Und zwar nicht ein digitales Designpapier, sondern ein Real-Life-Designpapier, was ich als Blog mal bei eBay Kleinanzeigen irgendwie abgekauft habe. Das Ding heißt, glaube ich, Queen of the Night. Und da sind ja solche Teile auch drin. Ja, und das geht alles ganz viel um Schach, Dunkelheit und die Queen. Also nicht die Queen, sondern die Königin. Ja, im Schach ist die Königin ja auch die Hauptfigur, weil sie einfach den König beschützt. Ne? Und wenn der König gekillt ist, ist das Spiel vorbei. So. Genau, life is what happens to us while we're making other plans. Dann kommen wir hier zu einem kleinen Klippeli-Klapp. Da habe ich mal genäht. Ja, ich kann auch nähen. Ich habe eine Nähmaschine, die funktioniert auch. Ich bin noch nicht so richtig, richtig, richtig fit, was das angeht. Und immer dann, wenn mein Unterfaden den Geist aufgibt, dann hört ihr von mir einen verzweifelten Fluch. Ich habe es bis jetzt immer hingekriegt, aber es fällt mir noch wirklich schwer. Ja, hier habe ich ein bisschen umgestempelt. Hier kommen Fotos rein. Ne? Hier kann man Fotos anstecken. Die sind hinter dem Transparentpapier ein bisschen milchig, aber gut. Man kann die Fotos dann auch hin und her wechseln. Also ich werde die erstmal befüllen und dann soll meine Tochter schauen, was sie wie haben möchte. Ja, das ist ja auch aus dem Digitalpapier. Das ist die Hintergrundseite auch. Und da habe ich ja hier natürlich auch inmitten müssen ja irgendwelche Charms rein, eine kleine Fledermaus. Die fand ich auch so gut. Und hier mal irgendwie was zum Gucken, zum Klappen. Die-Cuts mit da drin, weil ich fand einfach diese Mischung aus Digitalpapier, Die-Cuts, fand ich total schön. Hier finden wir wieder Teile für Fotos. Ja, also da habe ich hier diese, ich habe es im letzten Video schon erzählt, eine Bewerbungsmappe gekillt und mit den ja, die Cuts durch die Maschine gejagt. Letter to my future self, auch hier gibt es die. Die habe ich immer gebastelt. Hier kann man einfach seinen kleinen Brief an sich selbst in die Zukunft schreiben und hier ein Datum dran setzen. Also entweder setzt man das Datum dran, wenn man es geschrieben hat und öffnet es intuitiv. Alternative ist, man schreibt das Datum dran, zu dem man es wieder öffnen möchte. Oder frühestens öffnen möchte oder so. Da kann sie natürlich selbst entscheiden, wie sie das möchte. Hier mal kleine Elfen. Auch Elfen sind auf der dunklen Seite immer herzlich willkommen. Und nun haben wir hier ein kleines Wasserfallelement, was manchmal, wenn die Seite so krumm ist, ein bisschen hakt. So.
Da habe ich noch überlegt, ob ich da noch irgendwelche Sprüche drauf mache. Zum Beispiel könnte ich mit der mit diesem Ding, was ich auch hier benutzt habe, mir fällt gerade der Name nicht ein. Dümo. Mit dem Dümo könnte ich hier nochmal irgendwie Sprüche drauf machen. Ich denke nochmal drüber nach. Ich muss ja eh noch ein bisschen wuseln, weil ich ja die Fotos noch einfügen werde. So, und dieses Schätzchen, das werde ich morgen aus der Hand geben. Also, wahrscheinlich wird es heute ins Geschenkpapier einsteigen. Und morgen dann ist der Besitzerübergang. Dann habe ich es nicht mehr. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich habe wirklich viel, viel Spaß gehabt. Und manchmal habe ich auch geflucht, wenn ich diese drei Cuts hier ausgeschnitten habe. Nein, ich habe keinen Plotter. Ich muss das selber ausschneiden. So. Vielleicht ist das mal eine Investition für die Zukunft, ein Plotter. Weil ich finde einfach, diese die sehen so schön aus. Hier habe ich 3D-Stempelfarbe genommen. Die haben wir mal auf einer Kreativmesse gefunden. Die ist wirklich, man benutzt die und sie ist, wenn sie getrocknet ist, fest. Also auch wirklich abriebfest. Ihr seht, kommt nichts runter. Und sie ist rau und erhaben. Also einfach wirklich haptisch total der Traum. Wirklich. Hier haben wir wieder einen kleinen Filmstreifen. Ja, genau, Letter to my future self. Habt ihr schon gesehen eben. Na, und dahinter habe ich immer so noch eine kleine Lücke, einfach, dass da noch Text und sowas reinpasst. Hier haben wir auch wieder so ein paar Text, die man auch so mal anderweitig benutzen könnte oder hier drin wohnen lassen kann und reinschreiben kann oder ähnliches. Bänder habe ich jetzt nicht dran gemacht, damit das Buch nicht noch dicker wird. Natürlich kann man hier jede Art von Band dran machen. Das hier kommt auch aus dem Queen of the Night Journal. So, hier haben wir auch mal Platz zu schreiben und ein paar düstere Sprüche. Ich finde, sie sieht immer so ein bisschen aus wie die von Twilight. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Assoziation bei diesem Digitalpapier war. Ich habe keine Ahnung. Genau, Fly Like a Bird. Er hier passt auch wunderbar zu den Flügeln, oder? Ich fand es total den Knaller. Aber das gehört nicht zusammen. Das sind zwei Die-Cuts. Einmal die Flügel und einmal der Typi. Und die sind aus zwei verschiedenen Sets. Also der hier kommt aus dem Victorian. Ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass er in die Kamera gewandert ist und ihr es nicht mehr seht. Doch, ihr seht es. Sehr schön. Der kommt aus dem Victorian Set und die Flügel kommen aus dem Queen of the Night Papier. Genauso wie der Spruch Fly Like a Bird. Aber ich finde einfach, es ist irgendwie cool, der Typ mit den Dingern. So, hier ist er nochmal mit seinen Fledermäusen. Und hier haben wir ein bisschen Knisterpapier unten dran. Auch haptisch sehr schön. Hier haben wir wieder ein Letter to My Future Self und so eine Art Bellyband, beziehungsweise eine Doppelpocket. Ich habe einen Klebestreifen in der Mitte hingesetzt, das heißt, man kann von beiden Seiten aus kann man was da reinpacken. Jetzt haben wir hier noch einen Mond am Start. Ja, auch das Ausschneiden dieser Kerzenleuchter, das war eine Geduldübung. Sagen wir so, es hat funktioniert und an sich, wenn man ein schönes Video dabei guckt oder Musik hört, macht das auch halbwegs Spaß. Ja, es war wirklich viel, was ich hier für dieses Journal ausgeschnitten habe. Da habe ich wirklich viel ausgeschnitten und gemacht und getan. So, hier wieder. Die ganzen kleinen karierten Zettelchen, da habe ich jetzt nichts weiter drauf gemacht, außer diese karierten Zettelchen. Ich mal denke, man kann einen Notizzettel gebrauchen, man kann ihn sich selbst gestalten. Und mein Töchterlein ist auch ein bisschen kreativ und wird da bestimmt irgendwas Schönes draus machen. Oder sich nur eine Notiz. Hier wieder. Ja, 3D-Stempel. Total schön. Angenehm. Ja, und hier haben wir den Typi. Und kann man noch mal ein bisschen Platz zum Schreiben. Ich habe mal leicht gestencelt, sodass man da noch drüber schreiben kann. Hier kommt eine Gruselhand mit in das Schloss, das Verwunschene. Ja, hier ist auch noch mal eine größere Pocket. Da habe ich erstmal nur so einen kleinen Zettel reingemacht, dass man das Gate to my world noch sieht. So, und hier, warte mal, ich nehme mal eine Klammer, weil das klappt mir die ganze Zeit hoch. Hier haben wir Magneten, ihr hört. Dann kann man die Seiten so aufmachen. Die habe ich mit Eyelids festgemacht. Das war ein Gefummel. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, aber dann habe ich irgendwann aufgegeben und das Ergebnis später gezeigt. Na, dahinter haben wir eine kleine Hexe. So, und wenn wir jetzt hier umblättern, findet sich auch hier wieder eine kleine Hexe dahinter. Und zack, ein Magnet.
Na, und man kann hier durch die Eyelets auch theoretisch durchgucken. Und ich fand einfach auch dieses, ja, diese Schuhe und alles ist einfach so, gehört zu der dunklen, mystischen, aufregenden Seite. Die Brightside ist eher fröhlich und ja, fröhlich und entspannt, bisschen plüschig. Und die Darkside ist ein bisschen mystisch. So, hier habe ich in der Corsage auch noch so ein kleines Notizzettelchen versteckt. Das hier ist ganz normales Picket Fence, also das ist nicht, sag schon hier 3D-Stempelfarbe, das ist die Picket Fence-Stempelfarbe, die ich da drauf gemacht habe. Und hier haben wir wieder einen Aufkleber dahinter, ein bisschen was zu schreiben. Hier setze ich mir das wieder ein bisschen fest. Hier haben wir oben, kann man ein Foto reinschieben. Zusätzlich zu dem normalen Schreibplatz, der hier so ist, habe ich aus dem diese Assoziation zu dem Schach von dem Papierset oder von dem Digital, von dem Designpapier, habe ich ein Digitalpapier gefunden. Ich weiß nicht, ob das Victorian Chess hieß oder Dark Chess oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch diese Chess-Assoziation mitgenommen. Hier ein extra kleines Schreibbüchlein noch mit reingemacht. Das flippt so ein bisschen an den Tetrich, kann man es auch umklappen. Aber ich finde es einfach so, sieht es echt cool aus. Und hier hängt immer ein kleines Pentagramm dran. Das ist ja auch was Schönes, ne? Genau. Men fight wars, women win them. Queen of Hearts. Diese Lady hier, glaubt auch aus dem Victorian Digitalpapier. Und die Flügel und das Powerful kommt wieder aus dem Queen of the Night. Das habe ich schön kombiniert. Ich finde auch, sie passt mit ihren Flügelchen total gut. Ja. Und dann haben wir hier Tags, die sich drehen oder die man hin und her bewegen kann mit einem Brett. Phoenix Tears. The world of reality has its limits, but the world of imagination is boundless. Ups. Oh, es wehrt sich. Warum wehrt es sich? Na, wo klemmt es denn? Achso, das ist hier oben ein bisschen steif noch vom Kleben. Kann ich verstehen. So, dann haben wir hier seinen hübschen Gentleman. Das war ein Victorian Gentleman, hieß das Ding, glaube ich, auch. Hier wieder mit Spruch und Zettel. Ne, ihr seht schon, ich habe hier keine mega krassen Elemente, so, die so richtig auftragen, reingepackt, sondern eher viel hier und da was zu gucken, hier und da was zu spielen. Hier und da so eine Kleinigkeit oder einen kleinen Stempel reingemacht. Platz für Fotos auch hier wieder, ne? Also diese genähten Schatzis mit dem Hexenbesen. Aber ich fand auch diese Hüte den Oberknaller. Also ich bin auf jeden Fall geneigt, dieses Papier nochmal zu benutzen, weil es einfach, es ist schön. Ich kann es nicht anders sagen. So ein paar Die-Cuts immer mal wieder hier und dort. Ein paar Sticker. Muss sagen, Rub-Ons hatte ich gar nicht so viele, die auf die Dark Side gepasst haben. Ja, und hier habe ich in das Digitalpapier ein paar Die-Cuts einfach mit reingesetzt. Also hier wieder die Fledermaus fliegen. Und hier haben wir die Hexe mit ihrer Katze. Total schön, gut. So, hier ist auch eine Hexe wieder am Start als Die-Cut. Ja, ich fand das früher so klasse, wo die Leute oder die Damen vor allen Dingen mit ihren Schirmchen sich natürlich nicht nur vor Regen, sondern auch vor Sonne geschützt haben. Und auch die Bücher kommen aus diesem Set. Und ich habe es mir angeguckt und dachte so, oh, ich weiß nicht, ganz günstig, sage ich mal, war es jetzt auch nicht. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, das passt wie A auf E. Und dann Ding. Deswegen musste ich es einfach kaufen und ich habe es nicht bereut. Ich habe es auf ein bisschen festeres Papier gedruckt. Ich glaube, das ist 130er. Konnte man gut ausschneiden und dann auch wirklich so ein bisschen Die-Cuts dann erhaben. Wobei das hier kommt aus dem Queen of the Night Papier. Ja, aber die Bücher zum Beispiel kommen aus dem Victorian. So, hier haben wir wieder ein Picket Fence gestempeltes Alchemie-Ding. Normal is an illusion. What is normal for the spider is chaos for the fly. Ja, das ist so. Mal drüber nachdenken, ne? Hier haben wir ein kleines Schloss als Charme mit dran. Und noch ein bisschen. Ja, hier überall so ein bisschen Schreibplatz und alles Mögliche. Ich habe nicht so viele Stempel verwendet, weil dadurch, dass das Buch schon so rubbelig war und ich habe was runtergelegt, ist mir teilweise wie hier der Stempel so ein bisschen verwackelt.
Ich finde, hier sieht das gar nicht so schlecht aus, aber das ist dieser eine Stempel, ne? Und andere, da war ich so ein bisschen vorsichtig dann und habe dann gesagt, ach, weißt du, eigentlich hätte ich das machen müssen, bevor ich es einbinde. Nun, so ist es. Ich dekoriere meistens meine Journals dann, wenn sie eingebunden sind. Ich mache nicht die Signaturen fertig und binde sie dann ein. Ich weiß nicht, jeder hat da sein Ding, seinen Tick. Und ich mache das halt so rum. So, hier mal wieder ein kleines Chess-Büchlein. Ja, also ich fand das wirklich passend zu dem anderen Papierset. Mir hat das einfach im Kombi so Spaß gemacht. Und hier habe ich Eyelets benutzt. Habe die hier durchgezogen. Und hier haben wir noch so einen fliegenden Hexenhut mit einem kleinen Zauberstab. Und hier ist dann das Innencover, also die letzte Seite, nochmal mit Platz für Fotos. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, den ich im ersten Flipflow schon gezeigt habe. Dingens hier weg. Die Klammer darf auch verschwinden. Ich habe auch im ersten Flipflow im Moment einmal Bildausschnitt checken. Bildausschnitt. So, ihr seid in der Mitte. Ich freue mich. Und da ist nämlich die Mitte zwischen den beiden Journals, ne? Mitte zwischen den beiden Journals. Ihr merkt, Magnete. Klack. Starke Magnete. Ich hatte erst ein Magnet da drin. Und das war so ganz sanft und ganz leicht. Und das ist immer wieder von selbst aufgeschnappt. Bei den Magneten passiert das nicht mehr. Und dadurch, dass sie unter Stoff und unter Papier sind, ziehen sie mir hier auch nichts kaputt in irgendeiner Weise, ne? Also die sind hier wirklich verankert. Und dann ist dieses Aufklappelement hier in der Mitte. Und auch das werde ich gleich mit Fotos befüllen. Ihr seht, ganz viel Platz für Fotos. Hier nochmal ein bisschen was zum Ausklappen. Und da werden meine Tochter und ihre Freundin ein bisschen Platz drin finden. Ich überlege, ob ich das hier nochmal festsetze, aber ja. Ich gucke mal, hier und da werde ich auf jeden Fall noch Kleinigkeiten beheben und nochmal, ja, jede Seite ein bisschen zelebrieren, weil ich hatte echt, echt mega Spaß, Freude und Ideen und es hat einfach gesprudelt bei diesem Journal. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen wehmütig, dass ich es abgebe. Allerdings wohnt es dann nebenan. Also es wohnt hinter mir. Und wenn ich es sehnsüchtig nochmal sehen möchte, darf ich es mir bestimmt angucken. Es kommt natürlich darauf an, was man reinschreibt. Ne? Also wenn jetzt die Teenie-Geheimnisse drin stehen, dann werde ich es wahrscheinlich nur noch von außen sehen. Nun denn, dann gucke ich mir mein eigenes Video an. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Ich kann es kaum oft genug sagen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Jetzt ist der Spaß vorbei. Ich freue mich sehr, dass ich das euch heute hier präsentieren konnte. Das ist das zweite Flipflow gewesen von zwei. Das heißt, dieses Kapitel von My Bright Side and My Dark Side ist hiermit geschlossen. Und ja, ich freue mich sehr darauf, wieder mal so ein herausforderndes Projekt zu machen. Die Idee dafür hatte ich schon vor 1,5 Jahren und habe mir auch die Materialien, also die Atlanten, rausgesucht und schon mal die Grundidee gehabt. Und dann lag es hier und hat einfach wirklich auf den Schnips gewartet, also auf die Idee, was mache ich auf die eine Seite, was auf die andere. Und dann, ja, dieses Frühjahr fing es an und dann flossen die Ideen und ja, daraufhin ist es fertig geflossen. Fertig geflossen, hat sich hier drin ergossen und ist jetzt My Bright Side and My Dark Side. Ihr Lieben, habt vielen Dank fürs Zuschauen und für euren Support. Ich freue mich total drauf zu lesen, was ihr zu diesem Journal oder zu diesen beiden Schätzchen oder diesem Werk einfach sagt. Und ich hätte gerne die ehrliche Meinung, ne? Also wenn ihr sagt, da hättest du ein bisschen mehr machen können, da hättest du ein bisschen dieses, hey, haut das raus, ich will es wissen. Habt vielen Dank dafür und bis demnächst in diesem Kino. Thank you.